und wieder wird die Menschheit in Angst und Schrecken versetzt mit der Frage, was passiert am 23. September 2017? Wahrheit oder Hysterie? Und damit seid alle recht herzlich gegrüßt. Schon seit einigen Wochen wird in den Medien darüber geschrieben, diskutiert und man versucht herauszufinden, was auf uns zukommt. Man spricht von einer Prophezeiung der Offenbarung 12, Lukas 12 aus der Bibel. Und zwar soll es eine bemerkenswerte Sternenkonstellation geben, worüber im Internet zahlreiche Vorträge und Videos veröffentlicht werden. Hype oder Hysterie? Wer weiß das? Martin Baron veröffentlichte einen Beitrag und schreibt kritisch betrachtet darüber in seinem Buch. Vielleicht lohnt es sich, darüber auch kritisch nachzudenken. Sein Buch, Das Reich, die Kraft und die Herrlichkeit, ist moderat und interessant mit dem Thema über das Kommen des Königreiches, des Herrn und die damit eingehenden Veränderungsprozesse, die größer und umfassender sind als alles, was es in der Weltgeschichte gab. Ich, Derya, wurde von einigen Kunden über dieses Thema mehrfach befragt und aus diesem Grund gehe ich auf dieses brisante Thema heute ein. Allerdings sollte jeder Mensch seine eigene Sichtweise für dieses Thema der Prophezeiung finden. Denn schon in den Jahren 2000 und 2012 gab es sogenannte Prophezeiungen, was in den besagten Jahren passieren sollte. Sogar vom Weltenende wurde der Menschheit die Angst eingejagt. Solche Hysterien gab es schon immer und einiges ist sogar eingetroffen, was Seher prophezeiten. Aber die Erdkugel besteht immer noch. Wer solche Hysterie mit Angst und Schrecken und Panik verbreitet, das sind Angstmacher und keine guten, sondern bekanntlich falsche Berater. Nun aber zu dem besagten Datum, den 23. September 2017. An diesem Tag sollen wir am Himmel etwas entdecken. Und zwar eine Planetenkonstellation, die sich alle 7000 Jahre einmal wiederholt. Ja, und ihr erkennt, die Menschheit und die Erde besteht immer noch. In der Bibel der Prophezeiung 12 in Lukas 12 ist es festgehalten, was nun am 23. September am Himmel sich ereignen soll. Und was soll dieses Himmelsereignis ankündigen? Nun, da wird vorausgesagt, dass im Sternzeichen der Jungfrau über ihrem Haupte ein Sternenkranz aus 12 Sternen zu sehen ist. Dieser besteht aus dem 9 gestirnigen Löwensternzeichen und der Venus, Mars und Merkur. Wobei diese letzten drei keine Sterne sind, sondern Planeten. Unter den Füßen der Jungfrau befindet sich der Mond. Sie steht quasi auf dem Mond. Die Jungfrau ist von der Sonne umkleidet und der Planet Jupiter, er ist der größte Planet unter unserem Sonnensystem und wird auch Königsplanet genannt. Er wird aus der Jungfrau heraustreten. Esoteriker deuten dieses Zeichen so: Jesus soll neu geboren werden. Dass Jesus wieder auf die Erde als Mensch kommt, daran glauben die Christen. Doch er soll zurückkommen auf einer Wolke, von den Engeln mit Posaunenklängen begleitet.
Auch gehen die Christen davon aus, dass viele Veränderungen auf der Erde passieren werden. Wir sollten, wie es auch in der Bibel steht, die Zeichen deuten und was um uns herum passiert. Die Zeichen der Zeit. Wie sollen wir die Zeichen der Zeit erkennen? Das wird uns schon bewusst, genauso wie es mit dem Stern von Bethlehem erkannt wurde. Wir werden sehen, was sich am 23. September 2017 am Firmament zeigt. Und wir werden es betrachten in gemäßigter Gespanntheit. Und wir werden dann erleben, was auf uns zukommt. Zum Abschluss möchte ich euch noch sagen, Gott, unser Allmächtiger, ist ein liebevoller Gott, ein gütiger Gott und wird uns nicht mit solchen Horrorbotschaften in Angst und Schrecken versetzen. So wünsche ich euch allen einen guten Blick zum Himmel. Seid gespannt, was der Himmel euch bieten wird. Herzlichst, eure Deria.